warum Hunde schneller altern als wir. Jetzt kommen ein paar Kurzinfos. Der am längsten lebende Mensch war eine Frau, die es auf stolze 122 Jahre und 164 Tage geschafft hat. Was nicht schlecht ist für eine Spezies, deren durchschnittliche Lebenserwartung bei 72 Jahren liegt. Es gibt auch eine Katze, die den Altersrekord der Haustiere hält. Sie lebte 38 Jahre. Hunde haben da nicht so viel Glück. Bei unseren vierbeinigen und albernen Freunden kommt das Ende viel zu schnell. Ein 13-jähriger Mensch hat noch sein ganzes Leben vor sich. Aber ein 13-jähriger Hund ist im Rentenalter. Während wir Menschen bis zu 18 Jahre wachsen und uns entwickeln, ist ein Hund normalerweise mit 18 Monaten ausgewachsen. Hunde haben ihren eigenen Rekordhalter. Ein 1910 geborener Australian Cattle Dog, ein australischer Dreipund, wurde beeindruckende 29 Jahre alt. Beeindruckend ist das, weil die meisten Hunde im Durchschnitt nur 10 bis 13 Jahre alt werden, je nach Rasse natürlich. Auch Lebensstil und Gesundheit spielen eine wichtige Rolle. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir alle kennen diese Statistik. Ein Hundejahr entspricht 7 Menschenjahren. Aber die 1:7-Sache ist nicht so einfach und universell, wie es so oft heißt. Es ist nämlich so, im ersten Lebensjahr altern Hunde 15 Menschenjahre. Dann altern sie etwa 4 Menschenjahre mit jedem weiteren Geburtstag. Nach 6 Lebensjahren beginnen größere Rassen schneller zu altern. Das erklärt, warum eine deutsche Dogge im Alter von 10 Jahren echt alt aussieht, aber ein Chihuahua noch jung und fidel ist. Aber die Frage ist, warum? Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, das herauszufinden. Aber nicht nur, warum größere Rassen kürzer leben, sondern über Hunde im Allgemeinen. Wo sitzen die Lebensgrenzen? Und warum überleben Katzen unsere Hundefreunde? Diese Frage stellte sich schon Aristoteles, lange vor unserer Zeit. Damals hatte er nicht die Technologie oder das medizinische Wissen, das wir heute haben. Also vermutete der Philosoph, dass es an der Feuchtigkeit liegt. Er nahm an, dass zum Beispiel Elefanten länger leben als Mäuse, weil ihr Körper mehr Flüssigkeit enthält. Natürlich war die Feuchtigkeitstheorie nicht richtig, aber seine Beobachtungen waren insgesamt ziemlich genau. Größere Tiere neigen dazu, länger zu leben als kleinere. Fast ein Jahrhundert lang glaubten die Menschen, dass Lebewesen mit schnellerem Stoffwechsel nicht so lange leben, weil ihr Körper schneller ermüdet. Aber auch das ist nicht richtig. Zumindest nach Meinung von Experten, die das Altern bei Tieren und Menschen studieren. Schauen wir uns die Papageien an. Ihre Herzen schlagen bis zu 600 Mal pro Minute. Trotzdem haben sie eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 bis 50 Jahren. Ihre Größe hat viel damit zu tun. Aber sie leben viel länger als andere Lebewesen mit langsamerem Herzschlag und damit Stoffwechsel. Eine andere Theorie, warum manche Tiere nicht so lange leben, hat mit den freien Radikalen zu tun. Das sind Gifte in unserer Umwelt, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind. Im Laufe der Zeit schädigen sie die Zellen und führen zur Alterung. Wenn du dir jetzt die größeren Tiere anschaust, dann siehst du, dass sie mehr Zellen in ihrem Körper haben. Deswegen sind die negativen Auswirkungen dieser freien Radikale nicht so dramatisch wie die kleinen Tiere mit weniger Zellen. Bei größeren Arten, die länger leben, müssen wir auch beachten, wo sie in der Nahrungskette stehen. Zum Beispiel Elefanten und Wale. Sie gehören zu den größten Lebewesen der Erde. Sie brauchen länger, um zu wachsen. Aber dann wagt es kaum jemand, sie anzugreifen, oder? Wohingegen Mäuse und andere kleine Tiere, die leicht zu erbeuten sind, im Schnelldurchlauf leben. Sie wachsen schnell auf, um sich so schnell wie möglich zu vermehren, damit ihre Spezies nicht ausstirbt. Okay, aber das sind alles Tiere, die in der Wildnis leben, nicht in gemütlichen Häusern mit Menschen, die sich um sie kümmern. Also, warum leben Hunde nicht länger? Nun, zum einen waren Hunde nicht immer unsere Haustiere. Aber wir haben eine lange gemeinsame Geschichte mit ihnen. Mensch und Hund sind seit Tausenden von Jahren Freunde. Die DNA deutet darauf hin, dass sich Wölfe und Hunde vor etwa 100.000 Jahren getrennt haben. Die älteste Aufzeichnung, die zeigt, dass Hunde domestiziert wurden, liegt etwa 14.000 Jahre zurück. Es ist nicht so, dass wir gerade erst begonnen haben, ausgewachsene Wölfe in unser Haus aufzunehmen. Damals haben wir unsere neuen Freunde so sehr verehrt, dass wir sie sogar in einigen Höhlen in Saudi-Arabien vor 10.000 Jahren gemalt haben. Aber einige Wissenschaftler sagen, dass wir unsere hündischen Freunde schon lange vorher domestiziert haben. Vielleicht leben sie deshalb nicht so lange? Wir verwöhnten sie mit den Annehmlichkeiten des häuslichen Lebens. Ganz zu schweigen von den Kreuzungen, die sie zu hinreißenden neuen Designertypen machten. Multipoops, Shivinis, Puggles. Haben wir uns vielleicht zu viel mit ihrer alten Wolf-DNA beschäftigt? Das ist eine vernünftige Frage. Aber Wölfe leben nur 6 bis 8 Jahre. Ja, nicht so lange wie Hunde.
Die harten Bedingungen in der Wildnis haben wahrscheinlich viel damit zu tun. Da fällt mir noch eine andere Theorie ein, die besagt, dass Hunde nicht so lange leben, weil sie so gesellig sind. Sie leben in Rudeln, oder? Wenn eine Spezies in Gruppen lebt, ist es wahrscheinlicher, dass sich Krankheiten ausbreiten. Katzen dagegen ziehen es vor, allein auf die Jagd zu gehen. Diese Eigenständigkeit kann die Lebensdauer eines Tieres um ca. 3 Jahre verlängern. Deshalb wird Whiskers es länger machen als Fido. Es gibt aber auch noch andere, kleinere Kreaturen. Ich denke da an Fledermäuse und Maulwurfratten, die irgendwie wie haarlose Mini-Walrosse aussehen. Beide haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 20 bis 30 Jahren. Jetzt, wo wir beim Thema kleinere Arten sind, wird es komplizierter. Einige kleine Hunde leben auch sehr lange. Ein 70 Kilogramm schwerer irischer Wolfshund hat Glück, wenn er älter als 9 wird. Aber ein 4 Kilogramm schwerer Papillon lebt in der Regel viel länger als ein Jahrzehnt. Hier kann die Größe einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Große Hunde wachsen schneller, der Körper muss mehr Gewicht tragen, das Herz härter arbeiten und dann sind große Rassen wie Bernhardiner und deutscher Schäferhund anfälliger für Hüftdysplasie und Siberian Huskies entwickeln oft Immunprobleme. Dann sind einige Zuchtrassen jünger als andere und sie haben sich nicht voll entwickelt. Das Gute aber ist, dass unsere vierbeinigen Buddies heute länger leben als früher. Es kann an der Genetik liegen oder wie bei uns Menschen an der besseren medizinischen Versorgung und die bessere Qualität der Nahrung. All das spielt eine Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer. Aber was es auch ist, in den letzten 40 Jahren hat sich die Lebenserwartung bei Hunden und auch Katzen verdoppelt. Vielleicht sind es die süßen kleinen Pullis, die wir ihnen im Winter anziehen. Nee. Okay, vorhin habe ich nicht umsonst alberne Freunde gesagt. Du weißt genau, wovon ich rede. Nimmt dein Hund ein Leckerli oder eine große Portion aus seinem Napf, nur um damit an einen anderen Ort zu gehen, um es dort zu fressen? Wie bei vielen seltsamen Dingen, die dein Hund tut, sind es uralte Instinkte, die sein Gehirn kontrollieren. Es geht zurück bis zu den Wölfen und der Rudelmentalität. Hunde sind soziale Tiere mit einem klaren Verständnis von Hierarchie. In der kleinen Gesellschaft, die sie bildeten, hatte jedes Mitglied des Rudels seine soziale Ordnung. Es gibt den Anführer, der alle wichtigen Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel wann und wo gejagt wird, wann sie sich ausruhen, wann gefressen wird und wer fressen darf. Domestizierte Hunde folgen den gleichen Hierarchieregeln und sie erkennen ihre Besitzer als Rudelführer an. Wenn du ihnen also Futter gibst, tragen sie es in ein anderes Zimmer, damit du es ihnen nicht stiehlst. Und dieses kreisende Ritual, das sie machen, bevor sie sich hinlegen? Auch das haben sie nicht gelernt, sondern ist das Ergebnis ihres wilden Instinkts. Es kann verschiedene Gründe haben. Erstens, um den Boden vorzubereiten und es sich bequemer zu machen. Und sie suchen die richtige Position, um die Lage vor Angreifern abzuchecken. Oder wie im Fall meines Hundes Riley, um den größten Teil des Bettes einzunehmen. Und warum wälzen sie sich wie irre im Gras? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es schön weich und es fühlt sich gut an. Das mache ich auch manchmal. Der zweite Grund ist, dass sie so Schmutz und Ablagerungen von Rücken abreiben können. Das Gras ist die perfekte Bürste. Aber auf den dritten Grund kommst du nie. Wenn sich dein Hund auf der Wiese wälzt, dann vielleicht um die DNA seiner Beute aufzunehmen. Wenn Hunde etwas wittern und folgen, benutzen sie das Gras und die fremde DNA, um ihre eigene Witterung zu verdecken. Dann schleichen sie sich an ihre Beute heran, aber vergessen schnell, was sie eigentlich wollten, weil sie nur dem alten Instinkt des Jagens folgten. Verrückte Hunde, man muss sie einfach lieben. Hey, wenn du heute etwas Neues erfahren hast, dann gib diesem Video dein Like und teile es mit anderen Hundeliebhabern. Und hier sind noch mehr coole Videos, die dir bestimmt gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleibe auf der Sonnenseite des Lebens.